Ja, hallo. Seite 57, Aufgabe 16 wird heute gerechnet. Die Aufgabe ist mir wichtig, weil das eine sehr typische Textaufgabe zum Thema Ableitungen ist. Die Konzentration eines Medikaments in Milligramm pro Kubikzentimeter im Blut eines Patienten lässt sich durch die Funktion F von T beschreiben. 0,16 T durch T plus 2 in Klammern zum Quadrat. Berechne die anfängliche Änderungsrate der Konzentration, sowie die Änderungsrate nach 3 und 6 Minuten, und dann geht es um eine mittlere Änderungsrate. Wichtig ist eben bei der Änderungsrate, da muss man immer an die Ableitung denken. Da muss man immer Richtung F' gehen. So, als Beispiel, das ist nicht die Aufgabe, aber die Bevölkerungsentwicklung der Menschheit, die stieg, stieg, stieg und die steigt immer noch. Ja? Also in dem Bereich, in dem wir uns befinden, haben wir eine ansteigende Weltbevölkerung, aber die Änderungsrate wird geringer. Der Anstieg ist nicht mehr so rasant, wie er jetzt vor 20 Jahren schon mal war. Gut, aber das hat das jetzt nur so zum Erklären. So, weg. Und selbst wenn ich nichts verstehen würde, sollte man als Schüler immer ableiten. F' von x ist 0,16. Das ist ein Bruch, Natz minus Zahn. So, Nenner mal abgeleiteter Zähler. Der Nenner ist t plus 2 in Klammern zum Quadrat. T abgeleitet ist 1 minus Zähler. Das ist t mal abgeleiteter Nenner. Kettenregel, also Nebenrechnung. So, Klammer Quadrat geht halt noch nicht. T plus 2 in Klammern zum Quadrat ist t Quadrat. Plus 4t plus 4, und wenn man das ableitet, dann habe ich 2t plus 4. Ja, das ist quasi Y-Strich. Das muss hier rein. 2t plus 4. Vor allem diese Klammer nicht vergessen. Und unten, Nenner Quadrat, t plus 2 in Klammern, das ist dann hoch 4. So, ein bisschen hübscher machen. Strich von x, der 0,16 ist ein Faktor, der bleibt einfach da stehen. T minus 2 hoch 4, so oben, Binom. T Quadrat plus 4t plus 4 minus 2t Quadrat minus 4t. Schlimm und hässlich, aber vielleicht wird es besser. 0,16. So, wir haben t Quadrat minus 2t Quadrat, also minus t Quadrat. Dann 4t minus 4t fällt weg und dann plus 4. Unten t minus 2 in Klammer zum Quadrat. Der Zähler riecht nach einem dritten Binom. Wenn man das merkt, kann man es vereinfachen. Ist gleich 0,16. Ich schreibe es mal anders hin, nämlich als 4 minus t Quadrat. Und dann habe ich im Zähler 2 minus t mal 2 plus t. Kann zwar schlampig sein, aber die 16 können schon noch hin. Gut, und unten habe ich ja t minus 2 in Klammern zu hoch 4. Da war hier ein Fehler. Sind hoch 4. Hoch 4. Gut, t minus 2, 2 minus t. Das lässt sich schon fast kürzen. Also 0,16. Da gibt es den minus 1 Trick. Ich schreibe, das ist minus 1 mal t minus 2. Und jetzt hier 2 plus t. Durch t minus 2 in Klammer noch 4. Minus 1 mal t gibt minus t. Ja. Und minus 1 mal minus 2 gibt plus 2. Deswegen ist es völlig erlaubt. Und dann kann ich hier kürzen. Bleibt halt hoch 3 übrig. Und damit ergibt sich die vereinfachte Ableitung. F' von x ist 0,16. So, minus 2 minus t durch t minus 2 in Klammern hoch 3.
Wenn man diesen letzten Schritt nicht sieht, ist es aber für die Aufgabe unerheblich. Also auch mit der Ableitung, wie sie hier oben ist, kann man wunderbar weiterrechnen. Weil jetzt nach dem Ableiten kommt eigentlich erst das Interessante. Die Frage lautet: Berechne die anfängliche Änderungsrate. Mit anfänglich meint man t gleich 0. Gefragt ist einfach f' von 0. Was ist das? Einsetzen. Oben einsetzen, fertig. Und das hätte man eben auch da oben einsetzen können. Gut. Und f' von 0 ist 0,04 im Taschenrechner. Und dann die Änderungsrate nach 3 Minuten. Ja, die Zeit ist in Minuten angegeben, also nach 3 Minuten einfach f' von 3 ist sehr klein. Minus 0,00128. Also da fällt die Konzentration. Also zum Beginn nimmt die Konzentration zu, ich schmeiße das Medikament ein und ich habe in den ersten Minuten immer mehr von dem Medikament und nach 3 Minuten beginnt die Konzentration schon weniger zu werden, weil mein Körper das Medikament verstoffwechselt. F' von 6 ist noch gefragt. Da habe ich minus 0,001 0,15 125, ja. Also immer, es ist fällt und fällt will weniger. Und die nächste Frage. Also da geht es jetzt nicht um die Änderungsrate an einem bestimmten Zeitpunkt, sondern um die mittlere Änderungsrate. Ja, vergleichen Sie den, genau, mit der mittleren Änderungsrate in den ersten 6 Minuten. Das heißt, ich habe eine Funktion und die Funktion, wenn ich sie im Plotter eingebe, sehe ich, dass die irgendwie so ausschaut, irgendwie 6 Minuten grob skizziert. So. Und dann, wenn ich die Änderungsrate zum bestimmten Zeitpunkt möchte, dann frage ich mich, ja, wenn ich hier eine Tangente hinlegen würde, welche Steigung hätte diese Tangente? Fragezeichen. Ja. Und das will ich jetzt aber nicht, sondern die mittlere Änderungsrate bei 6 Minuten. Dann schaue ich dieses Dreieck an. Punkt 0, Punkt 6. Und welches Steigungsdreieck habe ich hier? Hier und hier. Und hier. Und da habe ich also hoch durch quer. Das ist f von 6 minus f von 0. Und hier habe ich 6 minus 0. Das heißt, die Steigung m ist f von 6 minus f von 0 durch 6 minus 0. Das Ergebnis ist dann 0,0025. Eine andere Skizze, die nicht zur Aufgabe gehört, das ist sinnvoll bei irgendwelchen Börsenkursen. Ja? Also wenn es sich so verhält. Ja? Bei der mittleren Änderungsrate will ich dann über langfristig wissen, was macht diese Aktie. Da schaue ich mir also sowas an und lege da mein Steigungsdreieck rein. Ja? Und dann habe ich wieder, also quer durch hoch. Eine Änderungsrate an einem zum bestimmten Zeitpunkt, gucke ich mir einen Punkt an und lege meine Tangente rein und mache den Steigungsdreieck und da sehe ich, hier ist es steil bergauf. Aber der langfristige Trend in der Mitte ist in dem Fall fallend. Ja, und das war schon die Aufgabe.